Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen What Are You in a Day von mir. Ich habe irgendwie im Gefühl, das gab es lange nicht mehr. Und ja, heute werden auch die Fäden gezogen und weil ich euch ja mitgenommen habe, als das gemacht wurde, dachte ich, nehme ich euch auch mal mit, wenn die gezogen werden und wie das Endergebnis dann aussieht. Ja, es ist früh morgens. Und jetzt gibt es Müsli. Da ist eine halbe Kaki drin, eine halbe Banane. Und ein paar Erdbeeren und dann ein paar Nüsse, Haferflocken und diese Haferpops und Zimt. Und dazu gibt es einen Kaffee. Einfach Kaffee, ein bisschen Sojamilch. Und ja, Bibsi ist auch schon wach, aber ein bisschen müde. Und das werde ich erstmal essen. Ich habe vorgestern Sport gemacht. Und zwar ziemlich doll. Und deswegen habe ich irgendwie voll das Hungergefühl. Also ich bin echt richtig mit Hunger aufgewacht. Manchmal mache ich das ja auch erst so, dass ich gegen 11 die erste Mahlzeit esse, so Intermittent Fasting Style, mag ich auch wirklich sehr gerne, aber bevor ich dann bei der Arbeit sitze und mich gar nicht konzentrieren kann vor Hunger, esse ich lieber was und vielleicht gibt es später auch mal ein kleines Body Update. Who knows? Okay, ich werde jetzt erstmal essen. Bis dann. So Freunde, ich war jetzt bereits beim Arzt und das Ganze sieht jetzt so aus. Also es sieht, man sieht es immer noch, sage ich mal so, aber der Arzt war echt begeistert. Er meinte so, ja, der Nikolaus wird da nichts mehr von sehen und jetzt kann ich aber ruhig schlafen gehen. Und naja, ich glaube ihm jetzt einfach mal, ich soll da noch nichts an Creme oder so rauf machen. Es erstmal so verheilen lassen und ja, jetzt sieht das irgendwie sogar fast noch bescheuert aus als vorher, fand ich. Aber naja. Und das ist so süß, wenn man einen Hund hat. Die freuen sich immer so doll, wenn man nach Hause kommt. Aua, 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 aber er beißt immer noch so doll. Naja. Ich war gerade noch bei Lidl. Wir sollen eigentlich gleich, oder ich soll gleich mit meinem Papa und meiner Schwester zum Fördepark und da einen Großeinkauf machen. Aber weil wir nicht mehr so viel zu Hause haben und ich voll Bock auf Gemüse hatte, habe ich mir jetzt Staudensellerie gekauft. Eine Mango, die echt reif ist. Und dann diesen Hummus. Rote Beete Hummus ist der Shit, Leute. Müsst ihr echt mal probieren. Noch eine Gurke, weil ich nicht wusste, was wir da haben an Gemüse. Und ja, jetzt werde ich irgendwie ein bisschen Mango essen und ein bisschen Gemüse und ja, genau. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, dann sollen wir schon los zum Förderpark. Also werde ich jetzt mal essen und ich zeige euch vielleicht nochmal auf meinem Teller, wie das dann aussieht. Welche Menge ich davon esse, weil das wahrscheinlich auch für einige von euch interessant ist. Die Versicherung bezahlen für ihr Handy. Aber weißt du was, bevor ich einen Dauerauftrag für Rona mache, überweise ich ihr das, gebe ich ihr das einfach in Cash. So, das Gemüse habe ich verputzt. Normalerweise bin ich ja gar nicht so ein Rohkostliebhaber, aber irgendwie hatte ich voll Bock auf Gemüse. Und ja, das habe ich gegessen. Und jetzt habe ich mir eine heiße Schokolade gemacht. Schokolade muss bei mir eigentlich jeden Tag sein. Und da habe ich einfach Sojamilch erwärmt und dann ein kleines Stück Zartbitterschokolade reingetan. Und dann rühre ich das um und dann ist eine heiße Schokolade. Brauche ich gar nicht mehr süßen, ist süß genug für mich. Und jetzt werde ich hoffentlich Flüge buchen für Weihnachten und Silvester. Ja, ich, schlechte Tochter und Schwester, verlasse meine Familie an Weihnachten. Aber das ist ja eine fast einmalige Gelegenheit in meinem Leben. Ich bin noch jung, ich habe die Zeit dazu, ich habe meine Familie, die sich um meinen Hund kümmert. Das ist ganz schön heiß. Und ja, schauen wir mal, ob wir jetzt günstige erwischt bekommen. Ich habe schon ein bisschen gelauert, aber musste natürlich auch ein paar Urlaubstage bekommen. Ich wollte nicht so lange bleiben, aber das erwarte ich dann gleich, wenn die Flüge gebucht sind. So Freunde, wir sind wieder zurück vom Einkaufen. Wir haben es bereits 6:30. Und das mit dem Flugbuchen wurde vorhin nichts, da wir irgendwie Probleme hatten mit der Kreditkarte von meiner Mutter und so weiter. Und ich habe nur so eine Kreditkarte, wo man mal Guthaben rauflädt, weil ich ja noch nicht so viel verdient habe davor. Oh, das ist ein bisschen Struggle, denn mit PayPal kann man seine Flüge auch bezahlen, aber da muss man richtig viele Gebühren draufzahlen. Deswegen ja, probiere ich das gleich nochmal. Und Rona und ich sind bereits am Kochen, wie ihr das wahrscheinlich schon hört. Sie kocht sich ein bisschen Fleisch mit einer Anke-Benz-Soße und Reis.
Und ich probiere heute das aus. Das ist vegan, auch wenn da Veggie draufsteht. Mit Brokkoli, Buchweizen, schwarzen Bohnen. Und das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, dass ich mir das kaufe. Beziehungsweise in der allergrößten Not würde ich darauf nur zurückgreifen, weil das halt viel zu teuer ist. Ne? Also die Packung hat jetzt 3 Euro gekostet, 2,99. Und da habe ich mir jetzt noch Tofu reingeschnitten, einmal Räuchertofu und normalen Tofu. Und ja, das wollte ich einfach mal probieren. Ich habe nämlich jetzt auch schon Hunger. Und ansonsten ist es natürlich viel sinnvoller, wenn man mit frischem Gemüse kocht. Einfach ein paar Pilze dazu schneidet, Räuchertofu, passierte Tomaten oder auch Kokosmilch. Das ist schon das perfekte Gericht. Ja, und dann wollte ich euch, ach genau, und ich habe nämlich jetzt echt schon ein bisschen Hunger. Mein Mittag war ja jetzt auch nicht so deftig. Habe ich mir Datteln gekauft und ich habe das letzte Mal, als ich bei Kira war, Kira Pedersen, hat auch einen YouTube-Kanal, das erste Mal Datteln mit Erdnussmus gegessen oder Mandelmus. Das war so geil und ich habe das davor noch nie in meinem Leben gegessen. Deswegen werde ich jetzt 1 oder 2 Datteln essen mit Erdnussmus, aber das zeige ich euch gleich nochmal, wie es aussieht. Und dann das essen und euch sagen, wie es geschmeckt hat. Und so sieht das Ganze dann aus, meine Freunde. Und jetzt kommt der Geschmackstest, ob es immer noch so gut schmeckt wie damals. Das ist mal so lecker. Die meisten Veganer von euch haben das bestimmt schon mal ausprobiert, aber ich noch nicht. Krass, ist das lecker, ey. Davon werde ich jetzt noch eine essen. Und dann müsste das auch fertig sein. So, ich habe mich jetzt in die Stube verzogen, weil Rona da einen nervigen englischen Vlog guckt, wo die nur rumschreien und ich ja sowas nicht ab kann. Ich gucke dann eher die, in Anführungsstrichen, langweiligen veganer spirituellen Videos. Lucky? Nein. Lucky? Guten Abend. Ja, und das werde ich jetzt essen. Das ist eine relativ große Portion. Aber es ist ja eigentlich nur Gemüse und Tofu. Und die Datteln waren sehr lecker. Und ja, das werde ich mir jetzt gut gehen lassen. Oh, das ist einfach so Depp. Süß. Depp. Oh, ganz, ganz süße Mausi. Ja. Oh, So, Freunde, wie ihr seht, habe ich fast alles aufgegessen. Die Karotten schmecken jetzt nicht so lecker. Ich bin auch echt relativ voll, aber vielleicht noch hier einen kleinen Nachtisch oder irgendwas anderes. Who knows? Ich werde mich gleich jedenfalls nochmal an den Laptop setzen. Ich finde, dass Papa sich ein schönes gekocht hat. Papa hat sich eine leckere Pizza gekocht. Wie mundet sie dir? Super, okay. Na, ich werde mich gleich nochmal am PC setzen und wie gesagt Flüge gucken. Und mein Pipsi ist schon ganz müde. So, Freunde, der What I Eat in a Day neigt sich dem Ende zu. Das wird jetzt die letzte Mahlzeit sein. Wir haben hier unten, sieht man nicht mehr, aber doch, da, Zartbitterschokolade, ein bisschen Banane, Sojaquark, Sojamilch und Haferpops, die ich mir heute gekauft habe, aber diesmal in Schoko, sind vegan. Und ja, es gibt exciting News. Und zwar habe ich den Flug gebucht. Es geht nach San Diego. Ich kann es auch gar nicht richtig glauben. Ich habe erstmal meine Freundin geschrieben. Und zwar ist das Bryn. Die habt ihr, wenn ihr mich schon ganz lange verfolgt, auch in meinen damaligen Kopenhagen-Vlogs gesehen. Und zwar war sie damals, als ich Au-pair war in Kopenhagen, meine beste Freundin. Und sie werde ich jetzt wiedersehen. Ich habe sie zwar diesen Sommer gesehen, da kam sie nämlich nach Europa, aber ja, ich bin so aufgeregt. Okay, auf jeden Fall werde ich das jetzt noch essen. Morgen kann ich von zu Hause arbeiten, deswegen ist es ganz chillig. Und ja, mein Hund ist auch schon ganz müde, hat sich da verkrochen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Tipps für Amerika oder sonst was. Oh, okay. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dann. Also hier jetzt das versprochene Body-Update. Ihr müsst wissen, ich war jetzt knappe... Ja, das stimmt nicht. Ich war vorgestern beim Sport. Aber ich konnte nicht so viel Sport machen, auch gar kein Yoga machen. Wegen meiner Narbe, weil die gut verheilen musste. Möchte mich aber nicht beschweren. Trotzdem noch ganz in Ordnung. Ja, es ist jetzt auch morgens. Ich filme das am nächsten Tag.